Ja, wir haben natürlich Hex. Deshalb haben wir dreimal vorbeigeschossen. Hallöchen, hier sind wir wieder bei einer kleinen Runde Syndicate Games. Heute als erstes auf der Map Winter. Und ja, mal schauen, wie die Runde so wird, was die Runde so bringt. Ich muss sagen, ich mag die Map eigentlich ziemlich. Ja, Fleisch. Gammelfleisch. Das bringt uns viel. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Wir wollen von vorne mal zum Haus gehen und im Haus, beziehungsweise auch in dem Mühlenhütchen daneben, in der Mühlenüberdachung. Ja, das Wort ist besser. Mal schauen, ob wir dort was finden. Noch ein Schwert, das hilft uns erstmal nicht so viel weiter. Vielleicht, wenn wir dann am Verzaubern sind. Schauen wir hier mal. Ja, ein Bogen. Jetzt wäre noch Essen, was uns nicht vergiftet, ganz schön. Da, wo ist Hühnchen? Uns leider vergiftet und... Also... Uns dazu bringt, dass wir mehr Hunger haben. Ich sehe nicht. Da werde ich mir schnell den Bogen verzaubern. Und mein Schwert verzaubern. Für ein Level. Ja. Es hat beides super funktioniert. Die Brustplatte stimmt. Die haben schon eine andere an. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob wir die andere schon anhaben oder ob... Nein, er leckt. Oder leckt er nicht? Dann wird auf jeden Fall gekillt. Ich weiß nicht, wieso er so viel Schaden hatte. Und... Ich glaube, wir sehen uns gleich nochmal bei einer anderen Map. Ja, wir haben natürlich Hex. Deshalb haben wir dreimal vorbeigeschossen. So, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Auf der Map Tortuga gegen denselben Gegner. Naja, vielleicht hacken wir ja wieder, wie er eben gerade geschrieben hat. Und killen ihn einfach gleich. Oder wir finden einfach extrem gute Sachen. Oh Gott. Das sind übrigens so Momente, wo mir die Gegner leid tun, wenn man am Anfang so eine super Kiste hat. Aber wir sind hier schon mal nicht so fies und rennen ihm direkt hinterher. Das finde ich nämlich selbst sehr stressig, wenn jemand direkt gute Sachen findet und dann direkt am Arsch von einem klebt und man eine Viertelstunde vor ihm wegrennt und hofft, einen halben Meter Abstand zu gewinnen, um was zu essen und sich vielleicht mal eine Rüstung anzuziehen oder so. So. Wir schauen jetzt mal, dass wir noch einen Bogen bekommen und gehen dann zum Sachenverzauber. Über noch ein Schwert kann ich mich eventuell auch nicht beschweren, da wir unter Umständen ja uns mal einen Schärfe 2 Schwert dadurch machen könnten. Oben war nichts mehr, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ein Amboss ist auf der Map. Schärfe. Und Bann leider. Das hilft uns jetzt nicht so viel. Ja, schauen wir nochmal da drüben schnell rein. Und sagen noch ein paar Mal M. M. Verdammt. Kann ich eine Kiste öffnen, ohne dass das Geräusch, was es dabei macht, M ist? Ich glaube nicht. Jo. Jetzt habe ich so gemacht und nicht M. War super, oder? Gehen wir mal nirgendwo hin, weil wir zu bescheuert sind. Hierhin, essen kurz was, schmeißen uns darüber, wo wahrscheinlich unser Gegner noch nicht war. Freuen uns darüber, noch mehr Erfahrung und ein bisschen Eisen bekommen zu haben. Fallen hier leider dran vorbei, aber das ist mir auch relativ wurscht.
Werfen uns kurz da hoch. Sind schon unter Beschuss, leider. Aber das ist mir auch erstmal egal. Da er daher noch scheinbar denkt, er wäre deutlich in der besseren Lage. Und will ihn jetzt einfach mit dem Bogen abschießen. Oder zu ihm springen und ihn einfach töten. Das ist noch einfacher. Gut, da haben wir die Runde auch gewonnen und sehen uns gleich in der nächsten Map. Hoffentlich mal mit einem anderen Gegner, weil er uns sonst wahrscheinlich... ja. Töten wir. Hier sind wir übrigens mal in der Lobby, das kann ich jetzt auch mal kurz zeigen. Da ich in der ersten Folge, schon ein bisschen vorher aufgenommen habe. Ja, jetzt zurzeit in der Woche vor Halloween hat sich die Lobby ein bisschen verändert. Und sieht ein wenig düsterer aus. Außerdem hat man hier alles mögliche an Waffen und nicht mehr so das typische Inventar, womit man sich cool durch die Gegend porten kann. Das geht jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, mit den Waffen kann man Leute runterkicken, die AFK sind. Irgendwas der Art habe ich gehört. Vorhin im Chat. Aber so genau weiß ich es noch nicht. Und... oh, die Atmosphäre ist cool, weil es dauernd gewittert. Naja, wir sehen uns gleich wieder in der Runde Syndicate Games. Bis gleich! So, und da sind wir bei einer neuen Runde Syndicate Games auf der Map Kratos. Beziehungsweise nicht bei einer neuen Runde Syndicate Games, sondern bei der nächsten Runde. In derselben Aufnahme noch, also... ja, ist klar. Diesmal mal mit einem anderen Gegner, das ist doch schön. Hier drinnen war, glaube ich, nichts. Und hier drinnen war was. Werden wir es treffen? Da haben wir doch schon mal einen Bogen. Jetzt wäre noch ein Schwert, ganz schön. Und wir hoffen einfach mal, dass er nicht gleich zu uns rennt. Weil wenn das tut, müssen wir ihn mit dem Bogen abschießen. Ich glaube, das wollen wir beide nicht. So, auf der Map hier weiß ich, dass hier unten... okay, gehen wir erstmal hier rüber. Schauen uns hier in dem Blumenbeet mal die Kiste an, wo zum Glück ein Schwert drin ist. Puh, wir haben echt ein Glück. Und rennen jetzt mal hier runter, wo die Kiste mit den Enderperlen ist. Die wir schön auf die 3 legen. Jetzt fehlt noch ein bisschen Erfahrung und das wäre wieder mal schon eine super Runde. Wahrscheinlich hat unser Gegner aber die ganze Erfahrung bekommen. Unser Gegner hat die ganze Erfahrung. Entschuldigung, ich musste gerade an SpongeBob denken und Meister Thaddäus hat das ganze Talent. Aber jetzt haben wir schon Level-Erfahrung. Können gleich mal vorgehen und ich denke, wir verzaubern uns den Bogen. Da die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, Stärke drauf zu bekommen. Ich glaube, ich hatte noch nie was anderes als Stärke drauf bekommen in den Syndicate Games. Und beim Schwert bekomme ich dauernd andere Krams, wie zum Beispiel eben gerade Bann, was man einfach nicht braucht. Ich sehe leider den Gegner gerade nicht. Hier sind wir im Spawn des Gegners. Er schreibt Hi. Hi. Willkommen in meiner Aufnahme. Ist okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Nein, Moment, das ist der falsche Raum. Irgendwo hier war eine Workbench. Da vorne war eine Workbench, aber ich glaube, hier drinnen ist auch eine, sehr schön. Beziehungsweise ich habe eben gehofft, dass da drüber eine ist. Das Weizen kann ich hier leider nicht abbauen. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich weiß nur, dass er hier drinnen schon mal war. Wo ist er denn?
suchen mal weiter nach ihm. Auch wenn es langsam mit der Nahrung dann knapp wird, wenn wir noch eine Weile suchen. Hier ist noch ein Verzauberungstisch. Das wusste ich aber vorher auch schon, bevor ich hierher gerannt bin. Hier war er auch schon. Frag mich gerade wirklich ein bisschen, wo er ist. Leider sieht man den Namen hier nur auf eine bestimmte Reichweite. Jetzt könnte man ihn einfach danach suchen. Aber ich laufe jetzt einfach mal alles ab und schaue, ob ich ihn irgendwo finde. Hoffe dabei, dass er... Da ist er doch. Da war er doch, oder? Hab ich mir das eingebildet. Oh, da ist er. Jetzt gucken wir, dass wir ein bisschen Abstand bekommen und mit dem Bogen abschießen können. Und haben ihn direkt viermal getroffen. Und damit sollte es auch für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder und ja, ciao.